Hast du dich in diesem Leben schon mal als Opfer gefühlt, ohne das vielleicht so zu benennen oder zuzugeben vor anderen oder dir selbst? Und hast du dich in diesem Leben schon mal als Täter gefühlt? Ob du das nun zugegeben hast oder nicht? Falls ja, folgen diesen beiden Identifikationsrollen auch immer bestimmte Gefühle. Und ich möchte mit diesem kleinen Video einfach nur eine Denkweise zurechtrücken. Wenn du dich als Opfer siehst oder gesehen hast, hast du wahrscheinlich mit Wut zu tun, mit deinem Ohnmachtsgefühl, aber auch, und das ist dir vielleicht noch gar nicht bewusst, mit Scham. Du schämst dich für das, was dir passiert ist, kannst es aber kaum ausdrücken und das Einzige, was dann herauskommt als Gefühl, ist eher eine Wut oder eine Verärgerung. Und du sagst, der hat mir das angetan oder die. Aber dass du dich schämst, das wird nicht diskutiert. Und wenn du dich als Täter siehst, kannst du vielleicht traurig sein darüber. Oder du rechtfertigst dich, also kommt auch wieder Wut und Verärgerung hoch. Du suchst also einen Grund, warum du so gehandelt hast, und den es natürlich auch. Aber was dir vielleicht auch hier entgeht, ist, dass du dich schuldig fühlst. Und vielleicht kannst du auch mit kaum jemandem drüber sprechen, aber das ist so. Unter diesen Identifikationsfiguren, den Rollen Opfer und Täter liegen immer Scham und Schuld. Und das ist nicht schlimm, ich sage es deshalb, damit du das weißt, damit du das hörst und dich damit kurz befassen kannst. Es ist also kein Drama, was hier aufgemacht wird, sondern Schuld und Scham sind ganz normale Gefühle, die auftauchen, wenn man sich für eine bestimmte Person hält, die angeblich irgendwas Erlitten oder getan hat. Und ich möchte mit diesem kleinen Video einfach nur eine Denkweise zurechtrücken. Zunächst einmal konnte nichts anderes passieren, als es passiert ist. Es ist nicht möglich. Die Vergangenheit ist geschehen, wie sie geschehen ist, und es gibt keine Möglichkeit, dass sie hätte anders verlaufen können. Wenn du magst, kannst du dir mal ein Video von mir anschauen. Da geht es auch genau um das Thema. Hier habe ich dann diese Infokarte eingeblendet. Also die Vergangenheit hätte niemals anders sein können. Das ist der erste Punkt. Also hätte auch kein Mensch anders handeln können dir gegenüber und auch du hättest nicht anders handeln können. Also was du dir selbst vorwirst und dem anderen vorwirst, kannst du im Grunde vergessen. Das ist mal der eine Punkt. Das zweite ist, dass jeder Mensch, der irgendwie handelt, einen guten Grund hat, so zu handeln. Und natürlich, das Wort gut stößt einem hier möglicherweise schon sauer auf. Einen guten Grund mich zu missbrauchen oder einen guten Grund mich zu schlagen. Was soll das denn sein? Das ist ja Bullshit. Aber der Mensch, der da handelt oder dem, was widerfährt, hat einen guten Grund, warum das geschieht. Und das sind sehr subtile Sachen. Entweder um Nähe zu bekommen, um überhaupt irgendwas zu fühlen oder um seine Wut irgendwo zu lassen oder um Leid zu erfahren. Das wissen wir natürlich nicht. Was Opfer und Täter so genannt miteinander verbindet, ist, dass sie beide Leid erfahren und Leid spüren. Sehr stark. Das Opfer natürlich zunächst scheinbar mehr als der Täter, aber jeder Täter, jede Täterin ist auch ein Opfer. Und das ist die Denkweise, die ich in dir anstupsen möchte und dass du mal darüber reflektierst, ob da was dran sein könnte. Jeder Täter, jede Täterin ist auch ein Opfer, fühlt sich als Opfer von der Welt. Wer geht schon freiwillig los als natürlicher, gesunder, ausgeglichener Mensch und sticht Leute nieder, erschießt wen oder misshandelt andere Menschen? Wie gut muss es jemandem gehen, der sowas tut? Diese Menschen fühlen sich auch als Opfer, nicht gesehen, vor allem nicht geliebt und dann wird sowas daraus. Wenn du eine Pflanze regelmäßig gießt und anfasst, sie lieb hast, natürlich Menschen noch mehr, dann gedeiht sie sehr stark und der Mensch gedeiht auch und blüht auf. Aber ohne Liebe oder ohne das Gefühl geliebt zu sein, wird ziemlich seltsamer Kram daraus. Also jeder Täter fühlt sich auch als Opfer. Und wenn dann in dieser Gesellschaft ein Täter bestraft wird, ist er noch mehr ein Opfer. Fühlt er sich noch mehr als Opfer? Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Verbrechen schönreden und mir ist auch vollkommen klar, dass wir in gewissen Strukturen leben, wo einige Dinge einfach gemacht werden müssen, denn wir können jetzt nicht warten, wenn ein Massenmörder gefangen genommen worden ist, dass er durch zwei Therapiesitzungen zu einem liebevollen Menschen wird und dann nichts mehr tut. Ich sehe natürlich die Notwendigkeit, das ist vollkommen klar. Aber es geht erstmal darum, neue Gedanken in die Gesellschaft zu bringen, dass jeder Täter auch ein Opfer ist. Jedes Leid, was wir erleben, dient dazu, zu erwachen. Manchen trifft es scheinbar etwas härter, manchen etwas weniger, aber wir bekommen genau das Quentchen Leid ab, was wir benötigen als Reibungsfläche, um irgendwann zu merken, ich will nicht mehr, dass es so weitergeht, da muss es noch was anderes geben. Ich halte es so nicht mehr aus, es ist so nicht zu ertragen. Bitte hilf mir. Also wenn man dann sich an die nächsthöhere Instanz in sich selbst wendet, an das Sein selbst, dann ist schon viel gewonnen. Opfer und Täter sind nur Begriffe. Im Grunde sind es alles Menschen, die sich als Opfer sehen und von der Gesellschaft aber unterschiedlich behandelt werden. Was beiden Menschen fehlt, ist das Gefühl, eins zu sein, verbunden zu sein und die Essenz zu spüren. Wenn das geschieht, gibt es keine Opfer und keine Täter mehr. Und dann gibt es hoffentlich auch nicht mehr so viele seltsame Dinge, die in der Welt passieren. Aber naja, ich habe noch einige Videos zu drehen. <laughs> Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen hoch oder abonniere den Kanal in der Zuversicht, dass auch noch was Neues kommt, was dir auch hilft. Alles Liebe, bis bald.